Wir sollten versuchen, welche zu finden und uns wieder mit der Spiritualität verbinden. Anästhesie hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Es gibt Bewusstsein sogar, wo es keinen Körper gibt. Du hast das nötige Instrument, um das zu erfahren. Das wird ein Zugangspunkt sein. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Technologie und die moderne Medizin haben unsere Lebensqualität und unsere Lebenserwartung wirklich unglaublich verbessert. Aber gleichzeitig denke ich, wir sollten versuchen, welche zu finden und uns wieder mit der Spiritualität verbinden oder der reinen Erfahrung, wie du sagst. Würdest du dem zustimmen, dass es diese Art von Gleichgewicht ist? Schau, es ist folgendermaßen. Wenn du einen Motorradmechaniker nimmst, ist er sehr gut mit Motorrädern, sagen wir. Aber jetzt bittest du ihn, einen Computer zu reparieren. Nun, er kann seinen Schraubenzieher benutzen und die Abdeckung öffnen. Abgesehen davon weiß er gar nichts darüber, richtig? Das ist genau so. Objektive Wissenschaften sind so. Es ist immer 1 plus 1 ist 2. Nur so kann Objektivität funktionieren. Du kannst nicht sagen, 1 plus 1 ist auch 11, vergiss eine Million, richtig? Du kannst das nicht sagen, weil das die Natur der Objektivität ist. Und unsere Objektivität kommt aus unserem intellektuellen Prozess. Der intellektuelle Prozess kommt aus dem Gedächtnis. Das Gedächtnis kann also nicht verfälscht werden. Wenn du das Gedächtnis verfälschst, ist es ein Chaos. Ich erinnere mich daran, das ist eins und das ist eins. Und jetzt füge ich diese beiden Dinge zusammen und sage, das ist zwei. Nun, das hat eine Gedächtnisbasis. Wenn ich das verfälsche, dann wird mein Intellekt nutzlos, richtig? Der Intellekt kümmert sich also im Wesentlichen um einen Aspekt unseres Lebens, den wir im Wesentlichen als Selbsterhaltung bezeichnen. Für unsere Selbsterhaltung ist unser Intellekt lebenswichtig. Ohne ihn können wir nicht funktionieren. Im Moment sind all die Dinge, die du gesagt hast, es hat unsere Lebenserwartung verbessert, es hat unser Leben auf so viele Arten verbessert. Nein, es hat die Qualität unseres Lebens überhaupt nicht verbessert. Es hat nur die Komfort- und Bequemlichkeitslevel in der Welt verbessert. Und definitiv die Lebenserwartung, all das ist definitiv Selbsterhaltung, nicht wahr? Es ist der Überlebensprozess. Wenn es also um die Selbsterhaltung geht, ist unser Intellekt lebenswichtig. Wenn dieser nicht funktioniert, kannst du nicht überleben in dieser Welt. Alle fünf Sinne funktionieren. Sie speisen die Daten in deinen Intellekt ein und von dort aus nutzt du sie. Wie effizient du sie nutzt, wird darüber entscheiden, wie effizient du überlebst. Deine Überlebenserwartung ist gestiegen, bedeutet also, dass sich deine Überlebenseffizienz erhöht hat. Das ist alles, was es ist. Du bist also gesünder, als es die Menschen in der Vergangenheit waren. Ich denke das nicht, aber nehmen wir an, wir sind es. Es bedeutet einfach, dass dein Überlebensprozess ein wenig effizienter ist. Verlassen wir nun den Überlebensprozess. Jetzt sprichst du über Bewusstsein. Bewusstsein bedeutet, schau, das englische Wort Bewusstsein wird sehr locker verwendet. Wenn man sagt, jemand ist in Narkose, wenn er wieder zu sich kommt, sagt man, oh, er ist wieder bei Bewusstsein. Schau, alles, was du mit deiner Anästhesie machst, hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Es hat etwas mit dem Körper zu tun und verschiedenen Funktionen des Körpers. Du schaltest bestimmte Aspekte der Körperfunktionen ab. Eine davon ist die Übertragung von Schmerz, was das Hauptinteresse ist, wenn sich jemand eine Operation unterzieht. Du willst ihr Herz nicht anhalten, du willst ihr Gehirn nicht anhalten, du möchtest, dass die Schmerzübertragung aufhört. Was auch immer herausgeschnitten wird, wird herausgeschnitten. Welcher Schaden oder welche Reparatur auch immer geschieht, geschieht. Welche Teile des Körpers auch immer entfernt werden mögen, was nicht lebenswichtig ist, kann herausgeholt werden. All dies geschieht. Nur die Übertragung von Schmerz geschieht nicht. Das hat nichts damit zu tun, Bewusstsein zu verlieren und Bewusstsein zu erlangen. So etwas gibt es nicht. Da es keine alternativen Wörter gibt, verwenden wir die gleichen Wörter. Die Sprache ist ein anderer Aspekt. Die Sprache ist auch ein Produkt unseres Intellekts. Sie kann also nur in Gegensätzen sprechen. Ohne Polaritäten gibt es keine Sprache. Ohne Polaritäten kann dein Intellekt nicht funktionieren. Aber wenn es um Bewusstsein geht, geht es nicht um zwei Polaritäten. Es gibt kein A-Bewusstsein und B-Bewusstsein. Es gibt kein positives Bewusstsein und negatives Bewusstsein. Es gibt nur eines. Während wir hier sitzen, ist dies mein Körper, das ist dein Körper.
eindeutig festgelegt. Im Moment ist es so, 100% so. Ich weiß nicht, was du trinkst, ich kann es nicht sehen. Aber was auch immer du trinkst, was in dem Becher ist, bist nicht du. In dem Moment, in dem du es trinkst, nach einiger Zeit wird es zu dir. Das geschieht gerade. Nun, obwohl das, was du für deinen Körper hältst und was ich für meinen Körper halte, nur ein Stück dieses Planeten ist, ist es in diesem Moment eindeutig klar, dies ist mein Körper, das ist dein Körper, 100%. Das ist mein Verstand und das ist dein Verstand, die sind meine Emotionen und das sind deine Emotionen, die sind meine Erfahrungen, das sind deine Erfahrungen. Aber es gibt nicht so etwas wie mein Bewusstsein und dein Bewusstsein. Das ist ein lebendes Bewusstsein. Wir haben unsere eigene Seifenblase geschaffen. Ich bin sicher, du hast der kleine wunderbare Junge, der auf dem Bildschirm zu sehen war, ich bin sicher, dass er dir irgendwann Seifenblasen zupustet. Wenn du also eine Seifenblase machst, dies ist meine Seifenblase, das ist deine Seifenblase. Pupp, sie ist verschwunden. Dann gibt es nicht so etwas wie meine Seifenblase und deine Seifenblase, so etwas wie meine Luft und deine Luft gibt es nicht. Bewusstsein ist genauso. Jetzt hast du deine Blase geschaffen, ich habe meine Blase geschaffen, das bin ich, das bist du. Aber wenn es Pupp macht, gibt es so etwas wie mein Bewusstsein und dein Bewusstsein nicht. Es ist nur so, dass nur die menschliche Kreatur auf diesem Planeten die neurologischen Fähigkeiten und den hochentwickelten Mechanismus hat, dass sie, wenn sie es zulässt, auf diese Dimension des Bewusstseins zugreifen kann. Keine andere Kreatur ist wirklich fähig, darauf zuzugreifen. Das bedeutet nicht, dass kein Bewusstsein in ihnen ist. Ohne das würde der Lebensprozess nicht stattfinden. Es gibt Bewusstsein sogar, wo es keinen Körper gibt, richtig? Die einzige Sache ist nur, man braucht ein bestimmtes hochentwickeltes Instrument, um darauf zuzugreifen, was der menschliche Mechanismus ist. Deshalb betrachten wir das Menschsein als ein großes Privileg, weil du Zugang zu Dimensionen jenseits deiner physischen Grenzen hast. Das ist die grundlegende Bedeutung des Menschseins. Lass uns also das Instrument und was wir sehen nicht missverstehen. Wenn du ein Teleskop nimmst und eine andere Galaxie siehst, aber die Galaxie wird nicht durch das Teleskop produziert. Die Galaxie ist da. Das Teleskop hat dir nur einen Zugang verschafft. Ähnlich verhält es sich mit deinem Körper, deinem Gehirn, was auch immer, ich möchte nicht verschiedene Dinge identifizieren. Von deinen Haaren bis zu deinen Zehen, alles ist Körper, so wie ich es betrachte, einschließlich deines Gehirns. Es ist nur eine weitere Dimension des Körpers. Dieser Körper, wenn wir ihn auf eine bestimmte Art und Weise erhalten, wenn wir ihn nicht mit zu vielen Ideen, Philosophien, Identitäten kontaminieren, wenn du ihn auf einen gewissen Level der Offenheit hältst, wird er zu einem Zugangspunkt zu dem, was wir als Bewusstsein bezeichnen oder als Grundlage des Lebens, das wir sind. Du hast die notwendigen Instrumente, um es zu erfahren. Nicht die Instrumente in deinem Labor. Du als Person. Du hast das notwendige Instrument, um dies zu erfahren. Wirst du es zulassen oder nicht? Das ist die einzige Frage. Wie ich zu Beginn sagte, es hängt alles davon ab, wie du identifiziert bist. Wenn deine Identifikationen begrenzt sind, hast du die Fähigkeit verloren, es zu erfahren. Wenn deine Identität, du weißt schon, nicht mit irgendetwas identifiziert ist, du hast dich freigehalten, dann gibt es eine Möglichkeit, es zu erfahren.